Servus YouTuber, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeigen wir euch, wie ihr bei eurem T1 oder allgemein eigentlich bei allen Autos schauen könnt, ob euer Auto genug Frostschutzmittel drin hat. Bei Mercedes T1 ist es bis minus 37 Grad die Mischmenge 3,5 Liter Wasser und 3,5 Liter Frostschutzmittel. Dazu braucht ihr so einen Prüfer, kostet unter 20 Euro, verlinken wir euch unten in der Beschreibung. Geht bei jedem Auto, deswegen lohnt sich auf jeden Fall mal so ein Teil herzutun. Und jetzt haben wir hier den Deckel gerade schon mal abgemacht. Da ist das Frostschutzmittel drin. Man sieht es ein bisschen schon, es ist auf jeden Fall schon bläulich. Das heißt, es ist noch Frostschutzmittel drin. Und jetzt prüfen wir einfach mal, wie viel noch drin ist. Nehmt einfach den Schlauch, tut ihn rein und pumpt hier oben. Dann pumpt ihr, wie ihr seht, das Frostschutzmittel nämlich an. Und ihr seht schon, immer schön gerade halten. Und ihr seht schon jetzt hier, von der Temperatur ist es zwischen minus 29 und minus 23 Grad Celsius. Das heißt, so ungefähr minus 25, 26 Grad ist es abgedeckt. Und bei uns im Allgäu wird es, also minus 20 ist schon sehr brutal, wenn es wird. Und dann fahre ich auch nicht. Deswegen passt, ist genug Frostschutz drinnen. So könnt ihr es ganz easy bestimmen, ob ihr nachfüllen müsst oder nicht. Oder was ihr nachfüllen müsst, Wasser oder Frostschutzmittel. Genau.